Also erstmal würde ich, bevor diese Frage ich beantworten kann, erstmal nochmal feststellen, dass wir hier jetzt gesagt haben, wir bauen eine Maschine, die Gefühle hat. Ist das überhaupt möglich? Ich bin Chris Ziegler, Medienkünstler und Architekt. Mein Name ist Gunter Lösel, ich bin Psychologe und Schauspieler. Ich bin Ilja Mirski, ich bin Dramaturg. Nikolaus Völzow, komme eigentlich aus der klassischen Softwareentwicklung. Hey, I'm Meredith Thomas, Creative Technologist and Artist. Ich bin Leonid Berov, wissenschaftlich tätig im KI-Bereich und habe an dem gruseligen Thema KI-Kreativität gearbeitet. Wir wollen eine Experience schaffen, wie man heutzutage sagt, wie Menschen mit einer Maschine kommunizieren können auf eine besondere Art. Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen. Es wäre komplett unsinnig, Maschinen zu benutzen, irgendwas zu machen, für uns zu machen, woran wir eigentlich Spaß haben. And that is like, I mean, that is one of the real potentials of AI. Like, I don't know whether the threat from artificial intelligence actually necessarily comes from this kind of like vision of like aggressive military AI, but really just very charming, empathetic AI that understands humans well enough to manipulate them. Und was ich da interessant finde, ist, dass Emotion, das klingt erstmal wie etwas total genuin Menschliches, Lebendiges und ist auch super schwierig, sich vorzustellen, wie eine Maschine, ob eine Maschine Emotionen haben kann. Aber das ist vielleicht gar nicht der Weg, wie man über solche Sachen nachdenken muss. Man kann ja auch darüber nachdenken, dass Emotionen etwas Funktionales sind. Emotionen erlauben uns als Menschen miteinander zu kollaborieren. Emotionen sind eine evolutionsbiologische Anpassung, damit Menschen in Gruppen von 70, 80, 100 Individuen zusammen gut leben können. Das ist etwas, was wir natürlich auch für die KI wollen. Wir wollen, dass die KI sich mit einem Menschen so unterhält und so in Interaktion tritt, dass das natürlich für den Menschen ist. Und das ist ohne Emotionen so schwierig vorstellbar.